Damit herzlich willkommen zu Manor Lords. Ich habe jetzt vorab Zugang bekommen, damit wir jetzt hier gemeinsam schon mal reingehen können. Ja, der Hype ist riesig. Ich werde nicht ewig rumquatschen. Wir starten los. Oder ich nehme den Turm, der ist auch toll. Ich nehme den Turm. Wir haben jetzt die Wahl zwischen Aufstieg zum Wohlstand. Da müssen wir die Siedlungsstufe Große Stadt erreichen. Oder Wiederherstellung des Friedens. Da können wir in Ruhe aufbauen, werden anscheinend auch ab und zu angegriffen und müssen am Ende alle Regionen erobern. Oder auf Messerschneide. Überlebt alle Angriffe und erreicht die Siedlungsstufe Große Stadt. Ich glaube, das würde ich später spielen, vielleicht auf dem Zweitkanal. Dann spielen wir erstmal Wiederherstellung des Friedens. Da können wir uns in Ruhe aufbauen und trotzdem das Kämpfen und das Kampfsystem ausprobieren. Das finde ich gut. Los geht's. Oh Mann, ich bin echt aufgeregt, Alter. So, neue Nachricht. Seid kampfbereit, wenn ihr erst einen Anspruch erhoben habt. Jo. Okay, Leute. Wir können ja trotzdem eine coole, schöne Stadt aufbauen. Und währenddessen können wir uns das Kampfsystem anschauen. Ich freue mich. So, ihr Manor-Lords benötigen Familien Nahrung und Brennstoff sowie ein Dach über dem Kopf, um überleben zu können. Überwacht die Vorräte im Regionsmenü oben. Ja, hier sehen wir das. Anzahl der Monate bis zur Erschöpfung der Vorräte. Hier haben wir Gebäude. Holzfällerlager, Brennholzhütte. Ich werde schon mal ein Holzfällerlager bauen, damit wir schon mal so ein bisschen an Holz rankommen. Überprüft unbedingt alle Ressourcenvorkommen und außerdem die Bodenfruchtbarkeit, ehe ihr entscheidet, in welche Richtung ihr eure Stadt entwickeln wollt. Ja gut, aber ich meine, wir sind jetzt hier erstmal hier, deswegen wird jetzt hier erstmal Holz gefällt. So, drehen kann ich mit linke Maustaste gedrückt halten? Ja, okay. So, bumm. Nicht zugewiesene Familien widmen sich automatisch der Richtung von Gebäuden. Ja, wie viel sind wir aktuell? Fünf Stück sind wir. Kümmern sich um den Transport von Bauholz mit Hilfe eines Ochsen. Ja, aktuell haben wir ja nur einen. Mann, das ist so fantastisch. Ich meine, die Demo damals war ja schon krass. Wie lange ist das jetzt her? Ja, auf jeden Fall. Nicht zugewiesene Familien. Jojojo. So, ich kann das schneller machen, wenn ich will, oder? Bauholztransport. Muss mit Hilfe von Ochsen transportiert werden. Ochsen müssen von einem Knecht geführt werden, was normalerweise Aufgabe eines Mitglieds einer nicht zugewiesenen Familie ist. Ja, genau. So, wir können ja schon mal eine Straße bauen. Dass wir zumindest das hier schon mal so ein bisschen verbinden. Ich kann so hier machen. So hier, und jetzt bin ich unentschlossen, deswegen mache ich erstmal nur ein bisschen hin und baue das erstmal. Alter. In Manor Lords müssen Ressourcen in fast allen Fällen mit körperlichem Aufwand transportiert werden. Dies kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Ihr könnt also auf Wunsch die Spielgeschwindigkeit verändern. Hier. Okay, alles klar. So, nee, erstmal ganz entspannt hier. Ich will mir das hier ganz in Ruhe angucken. Jetzt wird hier noch der Boden ein bisschen eingeebnet, so wie es aussieht. Ist das gut. So, Sägegrube. Hier stellen wir Bretter her. Hier ist die Brennholzhütte. Hier können wir Brennholz produzieren. Können wir dann theoretisch dann auch schon mal einen Auftrag geben. Machen wir erstmal hier irgendwie hin. Wobei ich ja gerne noch eine Straße durchbekommen würde. So, Holzfällerlager ist übrigens ready. Dann machen wir es mal so. Diesem Gebäude wurden keine Familien zugewiesen. Wählt es aus und weist ihm eine Familie zu, wenn ihr mit der Produktion beginnen möchtet. Okay. Während menschliche Arbeitskräfte zugewiesen werden müssen, wird Arbeitsvieh standardmäßig auf Arbeitsplätze aufgeteilt. Okay. So, wird jetzt auch direkt gebaut. Ich würde schon mal hier einen zuordnen, Minimum. Jetzt sind wir hier bei 4 und einer ist zugewiesen. Okay. Das ist der Wohnraum. Ah, hier ist die Gesamtbevölkerung. Wir haben 5 Familien der Stufe 1. 8 Männer, 2 Frauen. Sehe ich das richtig? Oder sind das Kinder? Ne, das werden Frauen sein, ne? Oder? Hier haben wir eine Frau. Is it me? Or is that hinge a bit stiff? Das ist der Hans. Das ist Kunz. Er ist haut hin anscheinend, ne? Mit 2 Frauen und 8 Männern. Neue Nachricht. Euer Ruf eilt euch voraus. Ich wünsche nur meine Rechte und meine Ehre gegen jene zu verteidigen, die mir Unrechtes tun. Ich hoffe, ihr seht davon ab, die Gerüchte und Verleumdungen zu glauben, die manch einer über mich zu verbreiten scheint. Zurückschreiben. Oho.
Diese Ansicht zeigt, welche Regionen von wem kontrolliert werden. Ihr könnt Anspruch auf andere Regionen erheben, wenn ihr genügend Einfluss erlangt habt. Verhandeln. Dafür brauchen wir Silber. Erklärung. Ich werde mal jetzt noch nicht den Krieg erklären. Okay, alles klar. So, und hier haben wir jetzt die Map. Wir sind Goldhof, wir sind hier. Hier sehen wir auch, welche Ressourcen es gibt. Ich glaube, die zwei Regionen müssen wir einnehmen. Dann hätten wir das quasi geschafft, das Szenario. Okay. Das Coole ist, dass wir auch in diesem Szenario erstmal in Ruhe aufbauen können und so, wenn wir wollen. Und gleichzeitig sind wir aber ein bisschen gezwungen zu kämpfen. Ich finde, das ist erstmal ein guter Mischmasch. So, Gebäude sind fertig. Dann würde ich hier auch schon mal... Wobei, nee, da wird noch gebaut, ne? Aber ich würde schon mal einhauen. Oh, schau doch mal das Licht. Also wie jetzt das Holz so rüberging, so... Na ja, gut, aber ey... Das Ding, es sieht halt alles so unfassbar geil aus, dass dann sowas plötzlich... Das ist Zelt für die Obdachlosen. Ja, lasst mal gucken wegen Häuser. Ich schaue erstmal noch, Forsthaus gibt's noch, das machen wir später. Jägerlager würde ich vielleicht mal noch eins bauen. Was haben wir hier? Hier ist Lehmvorkommen. Erstmal rauszoomen, Alter. Boah. Oh, und auch noch so ein schöner Übergang. Ich liebe das, ja? Und vor allem, wenn das... Oh, ist das gut, Mann. Das ist fantastisch. So, goodie. Unsere Base. Moment, ich muss sie erstmal wiederfinden. Wir sind Goldhof. Genau, wir haben hier angefangen. So, Gebäude. Ich würde mal eben Jägerlager bauen. Ich habe halt jetzt noch nicht gesehen, hier wegen wilden Tieren oder so. Hier wahrscheinlich, ne? Wilde Tiere 20 von 20. Hier haben wir ein Eisenvorkommen. Ich schau mal noch eben, ob wo noch anders was ist. Lehmvorkommen. Hier sind Bärenbüsche. Ist halt sehr weit weg, der Jäger. Aber nichtsdestotrotz, ich mache erstmal hier Sammler. Das ist das hier, ein Arbeiter sammeln Bären von nahegelegenen Bärenbüschen hier. Okay, dann bauen wir hier einen Sammler rein. Ich würde mal trotzdem außerhalb vom Wald machen, dass die jetzt nicht erst alle Bäume fällen müssen. Machen wir es so. Und Straße bauen. Die ist ja immer instant fertig, das ist halt sehr angenehm. Machen wir schon ein bisschen direkter, machen wir gleich eine Kreuzung. Ich mache mal bis hier hin. Und jetzt werde ich von hier gleich schon mal weiterziehen. So. So, dann müssen sie jetzt ein bisschen laufen. Eine Familie wünscht sich eine größere Marktfläche für ihren Stand Brennholzhütte. Okay. Das ist der anbindende Balken. An das Straßennetz angeschlossen. Lagerung. Es wurde nichts eingelagert. Ist die Brennholzhütte denn schon verbunden mit dem Straßennetz? Noch nicht. So, sehr gut. Oh, ist das fantastisch. Ich will mal eben die Holzfällerlager. Ich würde mal hier schon mal die Leute zuordnen, dass wir hier zwei haben. Ich meine, wir haben Frühling, ne? Ich mache auch gleich mal drei rein. So, und ich würde das mal gerne eben beobachten, wie das jetzt aussieht, wenn die Bäume fällen und so. Sehe ich auch, wo die Leute arbeiten? Irgendwie eine Markierung oder so? Sehe ich nicht. Okay. Ich glaube, die kümmern sich gerade alle noch hier rum, hm? So wie es aussieht. So, hier können wir schneller machen. Normale Geschwindigkeit, Schnellvorlauf, 12-fach. Ich mache mal ganz kurz 4-fach. Machen wir eben 12-fach. Ja, die müssen das immer erst alles einebnen hier. Ungeschützte Waren. Obdachlosigkeit. Ja, darum kümmere ich mich gleich. Häuser baue ich gleich als nächstes. Ist halt schon ein bisschen weiter weg, ne? Aber Sammlerhütte ist erstmal nicht verkehrt. Das ist näher als das Jagdlager auf jeden Fall. Gibt es noch die Möglichkeit, dass ich hier rumrennen kann? Das ging doch früher. Es gab irgendeine Taste, wo das ging. Oder hier. Besichtigungsmodus. Yo. Oha. Ah, gerade gespeichert, okay. Oh, ist das gut. So, mit Schiff kann ich auch schnell rennen, wenn ich will. Und da sind sie gerade an Bäume fällen. Ey, das ist halt so krass, ne? Ey, das hat man sich ja immer gewünscht. Und natürlich geht das auch in manchen anderen Aufbauspielen, dass man rumrennen kann, aber dass das dabei dann aussieht wie ein Rollenspiel oder so, das ist halt echt der Wahnsinn. Das ist gut.
Ja, hier sehen wir jetzt, wie sie den Baum gefällt haben und dann müssen wir weiter drauf fahren. Kann ich irgendwas sagen oder so? Nee, wahrscheinlich nicht. So, wir haben jetzt 9 Bauholz, 20 Steine, 10 Werkzeug. Hier haben wir Nahrung, 17 Brot haben wir aktuell. Ich mach mal eben Cam auf die Sammlerhütte, dass wir sehen, wie das aufgebaut wird. 27 Brennholz. Und wir verbrauchen aktuell kein Brennholz. Brennstoff kein Verbrauch. Nahrung verbrauchen wir. Hält noch 3 Monate. Okay. Weißt du. So, Haus wird aufgebaut. Hier ist Handwerksmaterial. Hier sind Feldfrüchte, Verbrauchsgüter. Hier ist Militär. Oh, ich bin sehr gespannt, ey, wie das jetzt mit dem Kampf umgesetzt ist und so. I need to drill holes for the pegs. Das war Hans, das ist Kunz. Die zwei kennen wir schon. Nicht zugewiesen baut. Okay, alles klar. So, Gebäude ist fertig. Wir haben halt nicht mehr so viel, die frei sind. Das sind ja dann, ach, stimmt, das waren das ja nicht immer auch gleich die Familien, ne? Dass wir quasi, wir haben aktuell 5 Familien, genau. Ne? Man ordnet hier nicht die Leute, also man ordnet hier nicht die einzelnen Personen zu, sondern die Familien. Ich glaube zumindest, dass es so war. Vielleicht höre ich mich auch. So, dann würde ich fast sagen, Holz. Haben wir jetzt 12, ich habe noch keinen Vergleich, wie viel das jetzt wert ist. Ich muss jetzt erstmal Häuser bauen. Gebäude, Forsthaus, Jägerlager, Bienenhaus, Holzwerder, wo sind denn die? Ach, hier unten geht's ja noch weiter. Bergbau, Logistik, Speicher, Lagerhaus, Packstation, Anbindebalken. Hofstätte, bietet Wohnraum für eine einzelne Familie. Nach Ausbau 2 Familien. 2 Holz brauchen wir dafür. Okay, also 5 Stück brauchen wir jetzt erstmal. Und wir können flexibel die Felder gestalten. Ja, das kennen wir noch von der Demo. Alles klar. Hofstätte. Hier ist noch Brunnen, oder? Brunnen würde ich schon mal bauen. Das ist wichtig. Ich schaue nur, ob wir jetzt wirklich dann uns... Wir müssen überlegen, welche Richtung wir uns ausbreiten. Aber wir haben hier gar nicht so viel Option. Weil hier ist ja die Grenze. Also wir holen uns das Kriegerrich dann irgendwie oder so. Hier haben wir wilde Tiere, hier haben wir Eisenvorkommen. Also ich würde sagen, dass wir uns jetzt erstmal so ein bisschen in diese Richtung hier ausbreiten. Also so diesen Bereich hier erstmal. Ich glaube, das ist ganz gut. Wo kann ich denn mir Fruchtbarkeit angucken? Hilfe, Karte. Fruchtbarkeit von Weizen. Genau, das ist noch wichtig. Das muss man nochmal abchecken davor. Da wo grün ist, ist wahrscheinlich gut. Hier haben wir Grundwasser, das heißt, hier können wir auf jeden Fall schon mal einen Brunnen bauen, das würde ich schon mal machen. Mal so. Ich finde das so cool, wenn das dann, wenn man dann kämpft, auch so ist, ey. Den Commands. Dann freue ich mich auf jeden Fall. Machen wir erstmal so hier. Und jetzt würde ich gerne nochmal das Overlay öffnen. Weizen. Können wir hier dann sehr viel anbauen. Ist ja okay, dann ziehen wir dann hier so einen Weg lang und machen hier ein schön großes Feld. Ne? Und hier kommen dann die ganzen Häuser hin und so. Wobei, wir gucken mal wegen Flachs. Flachs. Moment, ist jetzt immer zu weit draußen gewesen. Baumenü, Flachs. Bitte anzeigen. Ist bei uns nirgends so richtig geil. Die beste Stelle ist tatsächlich noch hier. Hier ist richtig gut, aber das gehört nicht uns. Das müssen wir dann irgendwie erobern. Das ist ja interessant. Gerste. Sieht so aus. Ich zoome mal ein bisschen raus. Ich muss aufpassen, dass ich zu weit rausgehe. So sieht Roggen aus. Roggen und Weizen ist relativ ähnlich, nur dass Roggen halt leichter anzubauen ist. Gerüche? Witzig. Und Feuergefahr. Okay, also wenn es zu sehr stinkt, dann haben wir irgendwann hier eine rote Anzeige, oder was? So, aber wir haben keine freien Arbeiter mehr, ne? Wir bauen nichts mehr. Ich mache mal Holzfällerlager eine Familie raus. Dass die wenigstens den Brunnen jetzt noch weiter bauen können. So, und jetzt würde ich wahrscheinlich erstmal Wohngebäude bauen. Was haben wir hier oben? Ungeschützte Waren. Die hier gelagerten Waren sind anfällig für Wetterschäden und müssen in ein Lagerhaus gebracht werden. Die hier. Wie lange halten die denn? Steht das dabei? Brennholzstein. Gut, dann baue ich erstmal ein Lagerhaus, I guess. Taverne. Holzkirche wird bei Logistik sein. Speicher. Arbeiter sammeln, bevorraten und verteilen Waren mit Hilfe des Lebensmittellagers. Bei Bedarf bauen sie zudem automatisch Stände auf dem Marktplatz auf, um die gelagerten Waren an die Hofstätten zu verteilen. Und das haben wir noch nicht, ne? Hier haben wir einen Anbindebalken und hier ist halt einfach das Zelt, wo die jetzt wohnt. Okay, dann machen wir das erstmal. Gebäude, Logistik, Speicher. Dann machen wir hier erstmal einen Speicher hin.
Hier haben wir eine Packstation. Hier ist ein Lagerhaus. Arbeiter sammeln, bevorraten, verteilen Waren mit Hilfe des allgemeinen Lagers. Was ist jetzt hier der Unterschied? Das ist Lebensmittellager, das ist allgemeine Lager. Okay, dann machen wir hier jetzt noch das allgemeine Lager hin. Benennung anzeigen, was passiert da? Okay, dann haben wir noch so ein Interface, da sehen wir auch, wie viel wo arbeiten, das ist interessant. Drehen, platzieren, ich gucke mal, was es noch gibt an. Okay. Ah, hier Straße einrasten, genau, das kann ich ausmachen. Dann könnte ich es jetzt auch frei platzieren, wenn ich will. Okay, aber ich finde das mit Snap jetzt erstmal ganz okay, ich würde es jetzt hier absetzen. So. Sind schon weniger Bäume geworden, oder? Es hat sich schon ein bisschen gelichtet hier. Krass. Anzahl der Monate bis zu... Aber guck mal, das ist schon nach oben gegangen. Also Nahrung haben wir jetzt schon für 6 Monate. Genau, da müsste aber der Bärensammler logischerweise fertig sein. Also, auch schon mal sammeln und so. So, doch mal das Gebäude hier. Und, kann ich da reinlaufen? Nee, sieht nicht so aus. Wobei auch noch dabei steht, das ist ja das Krasse. Das Game ist ja Early Access. Das ist ja nicht fertig, ne? Ich könnte mir vorstellen, dass man irgendwann noch die Tür aufmachen kann. Oder es gibt eine Taste dafür oder so, aber... Ich habe jetzt keine Lust auf Tasten rein. Ja, ja, alles gut. Das ist schon echt krass, ey. Aber ich freue mich so, Leute. Ich denke, das wird auch eine Serie, die... ein bisschen ungeschnittener sein wird. Also hier und da wird mal ein Cut gesetzt oder so, wenn ich 20 Minuten irgendwas suche oder so. Aber ich denke, das wird eine sehr entspannte Serie. So, ne? Waren haben wir jetzt an sich einen Auftrag gegeben. Da sind immer so ganz kleine Mini-Freezes noch. Ich würde jetzt mal hier Kamera so halten und dann gucken wir uns das erstmal an, wie das aufgebaut wird. Ich mache jetzt aber mal ein bisschen schneller. Und sobald das fertig ist, würde ich sagen, wir bauen erstmal Wohnhäuser. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Wir haben übrigens Armee-Tab dann. Neue Einheit erstellen. Neue Milizeinheit. Fußsoldat. Sperrkämpfer-Miliz. Stangenwaffen-Miliz. Hier haben wir Bogenschützen-Miliz. Gebäude. Anbindenbalken. Packstation. Nutzt dieses Gebäude, um Tauschhandelrouten einrichten zu können. Okay. Und das ist dann für die Ochsen. So, dann haben wir die Wohngebäude. Hier den Brunnen haben wir schon in Auftrag gegeben. Oh, die sind aber jetzt schnell gewesen. Ich will noch schauen, Marktplatz haben wir dann hier, bietet ein zugewiesener Familien Platz, auf dem sie Marktstände errichten können, um ihre jeweiligen Produkte an den Hofständen zu verteilen. Den haben wir auch noch nicht. Wir machen jetzt erstmal, die Waren können die jetzt ja theoretisch hier rüberbringen, da müssen wir aber wahrscheinlich, da müssen wir auch eine Familie einstellen. Dann nehme ich Holzfällerlager noch einen raus und hau erstmal hier einen rein, dass die hier die Lebensmittel erstmal lagern und sobald das erledigt ist, würde ich wahrscheinlich den dann hier erstmal rüberschicken, denke ich zumindest. Weil wir brauchen jetzt zumindest erstmal einen, dass hier eine Familie, die es weitergebaut wird. Und deswegen, wir bauen jetzt erstmal Hof. Wir bauen jetzt erstmal Hof. So, und jetzt wollte ich, genau, wir wollten uns in diese Richtung hier ausbreiten, ne? Ich ziehe mal die Straße noch durch. Wenn wir dabei sind. Ungefähr so. Und wahrscheinlich würde ich auch von hier eine Straße langziehen. Die dann hier so rüber geht. So schön an dem Baum vorbei. Den Baum lasse ich vielleicht auch. Den mag ich. Machen wir erstmal so. Und dann können wir jetzt hier Häuser bauen, weil theoretisch Weizen und so ist ja die Fruchtbarkeit eh nicht hoch. Ne? Das wollen wir ja nicht, dass da dann die Häuser draufstehen. So, Hofstätte. Hier würde ich noch ein bisschen Platz lassen. Ich setze mal hier an. Machen wir so. Jetzt ist nur die Frage, wie groß ist am besten, ne? Hier passen 3 Häuser rein. 4 Hofstätten. Also wenn ich mich recht entsinne, war es ja gut, wenn die einen großen Garten hatten, ne? Okay, wisst ihr was? Wir setzen doch hier an. Machen so. So. Und das hier war dann, glaube ich, Garten, was dann hinten dran ist, ne? Ich würde das mal bis hierhin ungefähr machen. Und jetzt kann ich hier die Grundstückspunkte... Genau, jetzt kann ich auch sagen, dass jetzt hier nur eine Hofstätte ist, also nur eine Familie wohnt, theoretisch. Dann können wir das hier anscheinend irgendwie weiter ausbauen. Hier auch noch bei der Größe. Bei der Größe nicht mehr. Gut, dann bauen wir hier erstmal 2 solche Grundstückspunkte hin, damit wir hier jeweils dieses Plus-Symbol noch haben. Dann gucken wir mal an. So, mal bauen. Und dann würde ich jetzt mal schauen, dass wir das jetzt hier irgendwie auch noch reinkriegen. So. Hier würde ich vielleicht ein Grundstück machen. Dann haben wir auch das Plus, wenn ich so... Egal, passt schon. Ich wollte jetzt nur gucken, ob das auch so noch das...
Und den Baum will ich lassen. Dann machen wir... Wir haben halt hier den Sammler. Eigentlich wäre es cool, wenn hier in der Nähe noch eine Familie wohnen würde. Tatsächlich. Ich baue mal hier ein Haus hin. Machen wir mal ungefähr, dass es ein bisschen mittig ist zwischen aktuell ist ja das Zentrum und hier. So. Und jetzt Grundstücke. Ich hätte gerne nur ein Grundstück. Kann ich das noch drehen? Sehr gut. Ja, so hätte ich es gerne. Okay, alles klar. So, weiter. Welche Taste ist eigentlich schneller? F-Taste oder so? Nee, egal, ansonsten mach ich es mit der Maus halt. So, ich mache mal die Kamera so hier, dass wir uns das angucken können. Obdachlosigkeit kümmern wir uns. Ungeschützte Waren. Ah, sehr gut, das Ein-Symbol ist verschwunden. Weil wir haben jetzt hier das Brot eingelagert. Das ist auch wahrscheinlich, ich schau mal, Lebensmittel. Ich würde jetzt hier auf jeden Fall die Familie erstmal rausnehmen aus dem Speicher und jetzt hier ins Lagerhaus reinhauen, dass die den Stuff, den wir hier haben, die Vorräte, dass die jetzt hier reingebracht werden. Ich glaube, das wäre erstmal gut. So, wir schauen jetzt erstmal, dass wir die ganzen Symbole wegbekommen. So, und es fängt an zu regnen. Don't forget to check the level of the foundation. Jo, ne? Immer schön aufpassen. So, was haben wir hier? Das ist die Schatzkammer, jährliche königliche Einkommen, Gunst des Königs, Einfluss. Eine Familie wünscht sich eine größere Marktfläche. Ja, baut eben die Häuser fertig. Mach das mal eben. Und im Anschluss kümmere ich mich um den Marktplatz. Kann ich in der Geschwindigkeit jetzt auch rumrennen? Oder war die Geschwindigkeit ja normal? Ja, dann wird sie normal. Das wird doch jetzt hier wie richtig matschig und schlammig und so, ne? Das ist toll. So, ich mach mal wieder so, dass wir die Häuser erstmal fertig bekommen. Ich hätte die Kamera gerne so, weil dann sehen wir auch, wenn die Sammler da irgendwie kommen. Dann haben wir ein bisschen mehr Übersicht. Ich frage mich, ob es auch eine Taste gibt, um das Interface auszumachen. Ich glaube ja, aber ist es erstmal okay, weil ich finde es auch wichtig, erstmal, dass wir das Interface sehen und sehen, wo was passiert etc. So, die ersten Häuser sind fertig. Ich mache mal wieder ein bisschen langsamer. Hofstätten. Obdachlose besiedeln Höfe. Wenn die Zufriedenheit hoch genug ist, werden auch neue Familien angezogen. Familien benötigen aber mehr als nur eine Unterkunft, um glücklich zu sein. Klickt auf das Gebäude, um die Bedürfnisse der Bewohner zu begutachten. Alles klar. So, Wasserzugang haben wir schon, weil wir haben ja schon einen Brunnen gebaut. Dann als nächstes Kirche, würde die Annehmlichkeit auch erhöhen. Ah, okay. Annehmlichkeit und Markt ist nochmal ein extra Punkt. Brennstoffstand, Lebensmittelstand, Bekleidung. Okay. Dann würde ich jetzt erstmal schon mal den Markt in Auftrag geben. Markt hatten wir... Bei Wohngebäude war das noch, oder? Ja, hier ist der Marktplatz. So, ah, okay, dann müssen wir auch wieder das so machen. Also wir könnten den hier hinsetzen. Ich glaube, das würde ich sogar machen. Ja, so ein bisschen geschmeidiger. Schön. Und jetzt Gebäude. Und dann würde ich sagen, hier geht eine Straße lang. Ich glaube, ich mache den gerade zu groß, oder? Ich würde einfach mal so machen, wir gucken mal, was passiert. Verfügbare Marktplatzstände 36. Okay, das ist ein bisschen over the top. Das ist zu übertrieben. Aber ich will das eigentlich so haben, wie ich es gerade gemacht habe. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Ich mache mal so hier. Ich habe jetzt keine Ahnung, was das kostet, aber ich baue mal. Angebot und Nachfrage. Woher sind auch schon einige Marktstände? Ich glaube, jetzt haben wir 15. Ein gut versorgter Marktplatz ist das Lebenselixier eurer Stadt. Zugewiesene Familien errichten automatisch Stände, solange genügend Platz vorhanden ist. Bewegt den Mauszeiger über bestimmte Kategorien, um die aktuellen Werte von Angebot und Nachfrage zu überprüfen. Die Marktbedürfnisse jener Hofstätten, die dem Marktplatz am nächsten sind, werden zuerst gedeckt. Okay. So, 15 Stände können die hier aufmachen. Das ist ja erstmal ausreichend. Lagerung, es wurde noch nichts gelagert. Okay. Ich mach mal ein bisschen schneller. So, hier bauen sie noch die Häuser. Wir sollten dann auch gleich noch ein, zwei Häuser mehr bauen, falls mehr Familien dazu kommen wollen. Aktuell sind wir immer noch 5 Familien, aber es sind jetzt schon anscheinend ein paar dazu bekommen. Es sind jetzt 12 Gesamtbevölkerung. Davor waren wir bei 10 oder so. Ich mich nicht entsinne. So, und theoretisch könnt ihr hier dann irgendwie auch Gärten und so anbauen. Das ging irgendwie allgemein.
Brennstoff benötigt. Jojojo, ich schau mal eben, wie es hier aussieht. Lebensmittelstand. Brennstoffstand haben wir jetzt schon. Oh, Moment. Das heißt, der Marktplatz ist ready. Hier ist er. Hier wird jetzt Brennholz getradet. Und hier Bären. Okay, das ist schon mal gut für die Zufriedenheit. So, gut. Gebäude. Taverne machen wir später. Eine Holzkirche wäre noch gut. Dafür brauchen wir aber Bretter. Dann würde ich mich, glaube ich, erstmal um die Bretterproduktion kümmern. Wir haben da auch hier den Tech-Tree, oder? Spezialisiert eure Region. Nachdem ihr die nächste Siedlungsstufe erreicht habt, erhaltet ihr einen Entwicklungspunkt. Schaltet Entwicklungszweige frei, um eure Region effizienter zu machen. Um Gesetze erlassen zu können, müsst ihr eure Verwaltungsstufe steigern, indem ihr Verwaltungsgebäude wie das Herrenhaus errichtet. Okay. Was haben wir denn hier? Ausländische Lieferanten, neues Gebäude, Brennholzkarren und Lebensmittelkarren. Okay, das hier ist Traden. So, hier haben wir Schafzucht, schwerer Flug, Streuobst. Okay, also das ist Landwirtschaft, Trockenanbau, Dünger, jojojo. Das hier gibt's noch nicht in der Version. Dann hier Fallenstellen, Forstwirtschaft, Bienenzucht, verbesserte Tierverwertung. Und hier unten ist dann wahrscheinlich eher kriegerische Sachen. Hier haben wir die Köhlerei, einfache Rüstungsproduktion, Schachtminen, verbesserte Rüstungsproduktion, meisterliche Rüstungsproduktion. Okay, so und hier oben gibt's noch Gesetze. Jagdrevier, strenges Fasten, das ist gut, dann Produktion, da steht noch nichts. Okay, alles klar. Ah, ich kann... Moment. Oh, sehr lange, sehr lang der Name. Wir haben jetzt April. Sommer, Feldfrüchte wachsen, mögliche Dürreperioden. Jo, steht auch irgendwo die Temperatur eigentlich, weil die entdecke ich gerade noch nicht. Winter, die saisonalen Ressourcen sind aufgebraucht, der Brennholzverbrauch verdoppelt sich. Ein Mangel an Brennholz kann Erfrierungstode verursachen. Das Scheren von Schafen ist verboten. Okay. Ja, macht Sinn im Winter. Ich finde das krass hier. Man sieht hier, wurde schon echt viel gefällt, ne? Also wir müssen dann hier auf jeden Fall einen Förster hinbauen. Aber jetzt fehlt uns noch ein bisschen die Manpower dafür. So, es sind die Häuser alle fertig. Ich würde mal noch ein weiteres bauen. Falls jetzt eine neue Familie dazu kommt. Und dann bauen wir gleich noch ein... Dann wahrscheinlich Sägewerk, würde ich sagen. Oh ne, wisst ihr was, wir bauen jetzt gleich Bretterproduktion. Nächstes Haus machen wir später. Sägegrube. Arbeiter nutzen Bauholz, um Bretter herzustellen. So, die Bretter werden ja theoretisch hier gelagert, ne? Ja. Also ne, hier ist Brennholz, Stein, Werkzeug. Haben wir kein Holz mehr? Nahrung, Gebäude, Werkzeug. Wir haben 22 Bauholz. Ist das hier gelagert, oder was? Okay, das Bauholz wird im Holzfällerlager gelagert. Dann baue ich die Sägegrube daneben. Oh, die ist ja schön klein. Das ist angenehm. Die Beine noch hier reinbekommen, ey. Machen wir so hier. So, guti. So, Gebäude ist fertig. Hofstätte. Ach, hier haben wir die komplette History, theoretisch. Okay, alles klar. Oh, habt ihr das gerade gesehen? Ein weiteres Familienmitglied schließt sich einer niedergelassenen Familie an. Hofstätte Stufe 1. Wohnraum 4, zugewiesen 4. Ja, ja, ja. Ich dachte, haben wir jetzt eine Familie dazu bekommen oder einfach nur... Ein weiteres Familienmitglied schließt sich einer niedergelassenen Familie an. Ah, okay, also es ist keine Familie dazu gekommen, sondern einfach nur... Sondern eine Familie ist größer geworden. So rum. Zumindest verstehe ich das gerade so. So. Die Leute wollen noch mehr Hofstätten. Okay, Moment. Ich baue mal noch eben eine. So, und jetzt mal schauen. So hätten wir jeweils wieder dieses Erweiterungssymbol. Dann baue ich das mal so hier. Dann haben wir gleich zwei Hofstätten, falls da noch mehr dazu kommt. Ist eigentlich cool. So, und mir war auf jeden Fall so, dass die auch hier im Hintergrund automatisch Sachen angebaut haben etc. Müssen wir mal gucken, ob ich da noch irgendwas mich drum kümmern muss. Erweiterung für den Hinterhof errichten. Ah, hier ist der Spaß. Gemüsegarten. Ermöglicht den Anbau von Gemüse, erfordert Arbeiter, die den Garten pflügen und das Gemüse ernten. Der Ertrag hängt von der Größe des Feldes ab. Was haben wir noch? Hühnerstall. Versorgt die Siedlung mit einem Passiveinkommen an Eiern. Und Ziegenstall. Versorgt die Siedlung mit einem Passiveinkommen an Häuten. Dann würde ich das so ein bisschen mischen. Machen wir hier Gemüsegarten. Okay, das ist wichtig. Gut, dass ich das jetzt entdecke. Hier machen wir Ziegenstall. Hier machen wir
Das kostet Regionsvermögen. Okay, alles klar. So, und Eier machen wir dann hier, sobald wir das Vermögen dafür haben. The fields need a bit of a drink. So could I. Das ist cool, wie das dann die Pfützen hier entstehen. Die halt dann auch nur irgendwie gut aussehen. Ich frage mich, ob das noch schlammiger werden kann und so. Ich denke mal schon. So, wir haben jetzt hier Lebensmittelstand und hier ist der Brennholzstand. Er scheint ja auch gerade zu liefern, ne? Ja, er hat gerade Bären hingebracht. So, Zelt für Obdachlose. Hier dürfte eigentlich theoretisch keine mehr leben. Können wir das dann wegreißen? Ich lasse es mal noch da. Ich glaube, später muss ich das dann wegrufen. Hier bauen sie gerade die Sägegrube. Und hier, Holzfällerlager. So ein kleines Dörfchen haben wir jetzt ja schon, was ja ganz cool ist. Mal sehen, ob das hier verschwindet, das Symbol. Ah, hier sehen wir sogar. Der da ist obdachlos. Hier, der Hans. Ich mach mal schneller, mal gucken, was passiert, wenn jetzt hier die Häuser fertig sind. So, wir haben eine Familie nicht zugewiesen, also, aber ich glaube, das ist gut, weil sonst würden die ja nichts bauen. Zumindest aktuell. Ja, da halte ich auch einfach mal meinen Mund, ne? Das kann man sich auch einfach mal so geben hier. Sehr cool. Siedlungsstufe erhöht. Biemlinghausen. Wenn eure Bevölkerung wachsen soll, braucht ihr ausreichend leere Hofstätten. Außerdem muss die Zufriedenheit mindestens 50% betragen. Mindestens aktuell ist es 48%. So, aber das Obdachlosen-Symbol, Obdachlosig ist weg jetzt auf jeden Fall. So, Waffenlieferung. Eine starke Miliz ist für das Überleben einer jeden Siedlung unerlässlich. Glücklicherweise ist gerade eine Waffenlieferung eingetroffen und ihr könnt nun eure ersten Milizen erstellen, die für euch den Militärdienst leisten und das Volk beschützen. Sobald die Siedlung wächst, brauchen wir jedoch mehr Waffen, um alle Menschen auszurüsten. Entweder indem wir sie selbst herstellen oder aus anderen Ländern importieren. Das hatten wir eben. Okay, da haben wir jetzt eine neue Quest. Sehe ich das jetzt irgendwo? Ah, hier. Nächste Siedlungsstufe. Dafür brauchen wir Hofstätte Stufe 2 oder höher. Wenn ich die jetzt hier rausnehme, bauen dann trotzdem noch welche? Also wenn ich die jetzt hier reinnehme. Das muss man gleich mal ausprobieren. Ich dachte eigentlich nicht. So, gut. Wir haben jetzt Waffenlieferungen bekommen. Einmal heute haben wir schon. Das ist durch die Ziegen. Sehr cool. Und hier Militär. Wir haben 20 Speere und 20 große Schilde. Nicht zugewiesene Familien werden für Bauarbeiten benötigt. Okay, alles klar. Also nächstes ist das schon richtig. Also ich darf hier nicht. Ich kann maximal Lagerhaus erstmal rausnehmen hier. So, und hier haben wir jetzt die 20 Speere und die 20 großen Schilde. Ach, ich bin lost. Das ist die Sägegrube hier. Das Gebäude. Ja, okay. Gut. Ich würde am liebsten jetzt erstmal auf die Holzkirche gehen. Tatsächlich, damit wir die Zufriedenheit noch weiter nach oben bekommen. Und danach würde ich mich, denke ich, um Militär kümmern. Neue Milizeinheit. Wir können das halt gerne schon mal probieren. Also wir haben jetzt quasi, wir haben den Speer und wir haben große Schilde. Ihr habt eure erste Milizeinheit erstellt. Die männlichen Bewohner werden gleichmäßig auf alle Milizeinheiten aufgeteilt. Anschließend versuchen sie, die erforderliche Ausrüstung zu beschaffen. Waffe und Schild sind von der Art der Einheit abhängig. Die maximale Qualität der Rüstung und des Helms richtet sich nach der Bewohnerstufe der jeweiligen Person. Sobald die nötige Ausrüstung nach Hause geschafft wurde, werden die Rekruten der Einheit als bereit zum Sammeln markiert. Anschließend könnt ihr eure Einheiten sammeln. So, jetzt haben wir hier 10 von 36. Aber ich glaube, das scheint ja erstmal funktioniert zu haben, oder? Müssen wir jetzt mal beobachten. Ob die Leute hier irgendwie die Speere oder so... Moment, die sind ja aktuell hier gelagert, dann müssen wir das ja eigentlich sehen, wenn die jetzt rausnehmen oder so. Armee? Also hier sehe ich es auf jeden Fall. Es fehlen halt noch Leute, ne? Ich glaube, das ist eher das Problem gerade. Dass wir das nicht voll abdecken können, weil wir nicht die Manpower haben. Ja, hier schon! Die holen jetzt hier die Speere raus. Und bringen das erstmal in die Hütte. Jetzt haben wir hier noch 16 drin.
Dann können wir aber theoretisch dann auch noch eine andere Milizeinheit machen, wo die Schilde benutzen, so wie es aussieht. Oder nee, oder ist Speer Miliz mit Schild. Na, wir gucken mal. Das ist gut. Das ist halt alles... Ich bin ja... Ne, ist ja klar. Ist ja so schon cool, wenn man alles so super schön optisch nachvollziehen kann. Aber wenn das halt dann auch noch echt gut aussieht... Ist das schon eine feine Sache, ey. So, ich will nur gucken, ob die sich auch... Ja, jetzt werden noch die Schilde genommen, jo. Alles klar. Dann war das gut mit der Sperrmiliz. Da war gerade ein Hund. Der Speicher sieht total toll aus. Gut, allgemeines Lagerfeuer gucke ich dann gleich. Ich wollte jetzt erstmal gucken, genau, Sägegrube. Wir sind dabei, Bretter zu produzieren. Dann gehen wir jetzt erstmal auf Bretter für die Kirche. Würde ich vorschlagen. Wir können jetzt auch schon was skillen, theoretisch. Ich glaube, auf Kirche gehen ist erstmal nicht verkehrt. Was haben wir hier? Immer noch die Leichengrube, Landwirtschaft. Wir können auch schon ein Feld erstellen. Ich glaube, da fehlt uns ein bisschen die Manpower. Also, weil Bauholz brauchen wir weiterhin. Bretter müssen wir gerade auch produzieren. Bären sammeln auch. Ich wüsste gerade gar nicht, wo... Ich kann mal Tab drücken. Ich wüsste gerade gar nicht, wo ich jetzt jemanden rausnehmen kann. Also, ich könnte halt höchstens den Bauarbeiter immer mal wieder Landwirtschaft machen lassen. Das wäre halt theoretisch eine Option. Wobei die auch Sachen transportieren, oder? Errichten Gebäude und kümmern sich um den Transport von Bauholz mithilfe eines Ochsen. Ja, das wäre schon gut, wenn wir da mal einen haben. Also Feld würde ich wahrscheinlich noch ein bisschen warten. Also wir können schon mal einen starten, theoretisch, dann haben wir es halt. Die Felder im Mainolots müssen sehr groß sein, um effizient bestellt werden zu können. Das händische Pflügen dauert allerdings sehr lange. Für den Anfang solltet ihr es mit einer Feldgröße von ungefähr ein Morgen versuchen. Später, wenn ihr den Produktionsfokus der Region auf Landwirtschaft legen wollt, könnt ihr einen Entwicklungspunkt investieren, um die Verbesserung schwerer Pflug freizuschalten, die einen Pflug weit größerer Felder unter Zuhilfenahme von Ochsen ermöglicht. Bedenkt stets, die Fruchtbarkeit des Bodens zu überprüfen. Manche Feldrüchte... Ja, gut, das haben wir vorhin schon sehr abgecheckt. Ich schaue nochmal eben Weizen. Ich glaube, ich würde hier erstmal ein Weizenfeld erstellen. Feldrüchte, Weizen, Flachs, Gerste. Dann haben wir hier das Bauernhaus. Erforderlich, um Familien auf dem Feld arbeiten zu lassen. Weide. Das ist dann Schafzucht, Windmühle. Die machen wir Getreide zum Mehl. Kostet auch gar nicht so viel, die Windmühle. Und Gemeinschaftsposten. Nahrung haben wir... Ey, wir haben aber noch für 14 Monate Nahrung, ne? Aber ich glaube... Ich meine, der Arbeiter hat gerade nichts zu tun. Oder vielleicht transportiert er hier ein bisschen was oder so. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, dass wir hier schon mal ein Feld erstellen. Ich bin großer Fan davon, dass der Baum stehen bleibt. So sind wir bei 1-1. Okay. Ja gut, 1-1 hätte ich jetzt auch nehmen können. Machen wir so, ja. Sind wir bei einem Morgen. So, ein Baum. Okay. In Bauernhäusern werden Familien beschäftigt, die auf den Feldern arbeiten. Die Arbeitskräfte werden anteilig anhand der Priorität des jeweiligen Feldes verteilt. Wenn Feldfrüchte wachsen, entziehen sie dem Boden bestimmte Nährstoffe, wodurch Fruchtbarkeit des Bodens vorübergehend sinkt, was in weiterer Folge für eine sukzessive Abnahme der Erträge sorgt. Entscheidet euch daher für eine Fruchtwechselwirtschaft und pflanzt jedes Jahr andere Feldfrüchte an oder lasst ein Feld ein Jahr lang brach liegen, damit es sich erholen kann. Ja. Okay. So, dann Straße. So. So. Verbinden das erstmal. Ich brauche jetzt gerne eine kleine Kurve drin. Und ich würde aber auch gleich das Feld hier straight mit der Straße noch verbinden wollen. Akzeptieren. Und dann würde ich jetzt hier einfach das hier mit connecten. So, und wir brauchen das Bauernhaus. Ich bin gerade überrascht, dass das Feld instant fertig ist, muss ich dazu sagen. So, Bauernhaus. Ja, guck mal hier. So. Okay, alles klar, hätten wir. Wir können auch überlegen, hier noch ein Wohnhaus dann hinzusetzen. Ne, aber das machen wir dann gleich. Ich glaube, Häuser. Wobei, hier arbeiten ja hoffentlich die Bärensammler drin. Kann ich das überprüfen? Welche Familie da arbeitet? Kunz. Wohnhaus anzeigen. Die wohnen hier. Das ist ein bisschen suboptimal, ne? Wäre cooler, wenn die hier wohnen würden. Wer wohnt hier? Wohnraum erweitern. Verdoppelt die maximale Anzahl, Familienanzahl dieser Hofstelle. Okay. Probieren es mal aus. Weil, ne, wenn hier auch der Bauernhof ist und hier die Sammlerhütte, macht das ja eigentlich Sinn, wenn wir das hier ein bisschen vergrößern. Also ich hoffe, dass die jetzt noch bauen. Ja, sieht so aus. Sehr gut.
so toll. Weil es ist auch so schnell, dass ich ja eigentlich kein Timelapse machen muss. Das ist super angenehm. Also hier haben wir auch das Bausymbol dann. Das ist ja das Vietnam der Bauernhof. Wir haben übrigens Wohnraum 7 jetzt. Okay, alles klar. So, Bauernhof ist fertig. Also sobald ich jetzt hier einen Raum reinhaue, haben wir halt, ne? Den müsste man theoretisch woanders rausnehmen. Das ist jetzt so ein bisschen das Problem. Und gleichzeitig Nahrung haben wir noch für 14 Monate. Also eigentlich brauchen wir das Feld jetzt noch nicht. Und eigentlich haben wir auch noch nicht die Manpower dafür. So, ich will mir jetzt mal angucken, wie das aussieht, wenn die das jetzt hier ausbauen. Wenn ich noch dann eine Hofstätte auf die nächste Stufe bringe, erreichen wir übrigens Siedlungsstufe mittleres Dorf. Aktuell sind wir kleines Dorf. Weiß nicht, was wir davor waren, halt noch kleiner. So, ist fertig. Okay, das ging schnell. Verbesserung auf Stufe 2. Bedürfnisse nicht erfüllt. Was brauchen wir dafür? Neue Erweiterungen werden freigeschaltet, darunter auch Werkstätten. Die Bedürfnisse der Bewohner nehmen zu. Okay, schauen wir mal. Wahrscheinlich brauchen wir dann noch eine Kirche etc. Arbeitsplatz anzeigen für mir. Ah, wir können hier sogar die Familien dann im Arbeitsplatz zuordnen. Das ist gut. Dann würde ich halt sagen... Die Firma betreibt einen Marktstand, wenn du ihre Zuweisung entfernst. Muss der Markt von jemand anderem übernommen werden. Ja, aber ich fände es ja cooler. Ich habe jetzt eine Angst, wenn ich jetzt Minus drücke. Welche geht da weg? Ich nehme mal beide raus. Und mache jetzt Personen zuweisen, dass sie hier arbeiten. So, weil ne, weniger Arbeitsweg etc. So, und die Familie hier... Person... Genau, die haben wir rausgenommen, die Kunstfamilie. Die hat jetzt aktuell keinen Arbeitsplatz. Okay, wir bauen erstmal die Kirche, dann haben wir jetzt sogar zwei Familien, die daran arbeiten. Das heißt, das ist schneller fertig. Ja, bauen wir schön zentral. Also wir können es hier leider nicht mehr reinbauen. Dann bauen wir es hier hin. Ja, dann baue ich die so. Es gefällt mir besser, wenn die so dran ist. Hopp. Wir können ja hier dann immer noch einen Weg da lang ziehen, wenn wir wollen. So, gut, dann bauen wir jetzt erstmal die Kirche. Ich überlege halt, ob wir schon mal einen Skillpunkt investieren wollen. Lieferanten, Handel, Logistik, Forstwirtschaft. Verdoppelt die Kapazität aller Bärenbüsche. Das wäre jetzt am Anfang ziemlich stark tatsächlich, ne? Neues Gebäude, Bienenhaus. Arbeiter sammeln Honig. Pro Region können standardmäßig bis zu 2 Bienenhäuser errichtet werden. Feinstellen. Könnten halt auch auf Rüstungsproduktion gehen. Schwerer Flug. Schafzucht, dort hätte ich auch Lust drauf. Streuobst. Ich, überleg noch ein bisschen. Hier haben wir jetzt ja keinen Stress oder so. Was das angeht. So, wir haben jetzt zwei Familien, die jetzt helfen, die Kirche zu bauen. Das heißt, es müsste eigentlich relativ schnell gehen. So, und eine Familie würde ich dann aber wieder ins Holzfällerlager stecken. Wir haben noch 11 Bauholz. Brennholz müsste eigentlich relativ gut aussehen. 67. Da... Könnte man sogar überlegen, beziehungsweise Brennholzhütte, die von mir erstmal rausnehmen. Und dann hier eine rein wieder. Und wir könnten dann auch schon mal über einen Steinbruch nachdenken, weil wir haben jetzt für die Kirche die letzten Steine rausgehauen. Bergbau. Steinmetzlager. Arbeiter bauen Stein an nahegelegenen Feldsteinvorkommen. So, hier haben wir Lehm. Haben wir überhaupt hier irgendwie Feldstein? Wilde Tiere, Eisenvorkommen. Ach du Gott. Oh je. Ja gut, machen wir dann gleich. Jetzt werden wir das mal fertig bauen. Aber wir brauchen Steine. 4 heute haben wir auch schon. Ich glaube, das ist durch die Ziegen. Brennstoff 67. Müssen wir noch im Auge behalten, dass es lang genug reicht. Farbstoffe. Malz, Wachs, Leingarn, Wonne. Ich lese gerade von unten nach oben. Mehl, Korn. Also Kirche ist ready. Sehr gut. Ah, hier muss auch jemand arbeiten. Ich will das mal eben beobachten jetzt. Hier Zufriedenheit. Wir haben auf jeden Fall hier das markiert. Also ich würde da jetzt vielleicht nicht hier gleich jemand einstellen. Konnte man hier nicht auch den Sound einstellen, wie die Kirche klingt oder so. Ging das? Ja, hier. Das ist jetzt. Können so machen. Können so machen. Ich glaube, ich finde das cool. Ich lasse das, glaube ich. Ich frage mich, ob ich den jetzt nur einstellen soll. Damit die Glocke geläutet wird. Können wir in die Kirche schon reingehen?
eigentlich nicht, ne? Aber schau doch mal hier, wie die Tür verziert ist. Also, die Details sind halt einfach wild, ey. Wisst ihr, was witzig wäre, wenn man hier wie bei... War das nicht bei Tropico so? Da konnte man ja auch rumrennen mit seinem Bürgermeister und konnte dann, wenn die zum Beispiel wo gebaut haben, haben die ja einen Buff bekommen, die Bauarbeiter, wenn man die dann irgendwie angefeuert hat oder so. Das wäre irgendwie auch ganz lustig, wenn man die ein bisschen antreiben könnte. Grüße. Hallo. Na? Ich überlege jetzt gerade, worauf wir gehen wollen. Also ob wir jetzt Richtung Militär schon gehen oder erstmal dafür sorgen, dass es unseren Leuten an nichts fehlt. Ich glaube eher zweiteres wäre besser, ne? Könnte ich mir vorstellen. Ich finde es krass, wie wir da hinten waren. Echt mal im Wald gewesen, ne? Den haben wir komplett abgeholzt. Das ist abgefahren. So, lasst mal eben gucken. Also wir haben auf jeden Fall genügend Häuser. So, wir müssen, damit wir die nächste Stufe erreichen, brauchen wir 2 Hofstätten. Stufe 2 oder höher. Wir haben aktuell 0 von 2. Was mich irritiert, weil ich dachte, das hier wäre Stufe 2, aber ist es anscheinend nicht. Ich habe da nur irgendwie noch da so ein zusätzliches Haus hingebaut. Das habe ich jetzt noch nicht ganz gerafft, was ich da gemacht habe. Hier, Verbesserung auf Stufe 2. Wir würden vor allem mehr Steuereinnahmen machen, also wir würden unser Vermögen pushen. Aber die Bedürfnisse sind nicht erfüllt. Wir brauchen jetzt noch Bekleidung. Das ist jetzt das nächste Ziel. Ausreichend Angebot eines beliebigen der folgenden Materialien auf dem Marktplatz. Leinen, Leder oder Garn. Okay. Kann ich denn schon Gesetze beschließen? Lassen die 5. Mahlzeit aus. Senkt aber auch Zufriedenheit, das will ich nicht. Wilde Tiere im übrigen Vorkommen pflanzen sich doppelt so schnell fort. Allerdings liefern Feldfrüchte um 50% mehr. Das finde ich jetzt auch noch nicht so gut. Okay, dann lassen wir das mal weg. Wir müssen uns mal drum kümmern, dass wir Klamotten produzieren. So, und das Lager ist überfüllt. Moment. In der Sägegrube. Weil wir aktuell... Das hier ist der Speicher für Nahrung. Wir sollten die Sachen sowieso mal hier reinbringen. Ich würde mal hier eben einen einstellen, eine Familie. Das ist die Brennholzhütte. Hier ist die Kirche. Jetzt, wo haben wir denn das, den Speicher? Hier. Und hier würde ich auch mal noch jemanden einstellen, eben eine Familie. So, jetzt haben wir niemanden für den Ochsenknecht, aber das ist es erstmal so. Aber die sollen erstmal die Sachen dahin bringen. Kann ich das jetzt auch beobachten? Das wäre schön. Person, Lagerarbeiter. Wohnhausanzeigen, Kunst ist das jetzt, der das macht. Arbeitsplatzanzeigen. Nee, ich will zum Kunst. Ich würde ihn mal jetzt so eben beobachten, ob der das jetzt auch macht, wie ich will. Das machen wir ein bisschen schnell. Oh, jetzt ist er, Kunst ist zu schnell für mich. Ich würde ihn gerne einfach nur verfolgen. So cool mit der Mütze, die er anhat und so, ne? Ah ja, das ja. Ich krieg den Kunst nicht angeklickt, aus irgendeinem Grund. So jetzt. Nee, jetzt hab ich ihn wieder Lagerhaus. Also scheint zu funktionieren. So, er hat jetzt aus dem Lagerhaus Brennholz genommen. Na cool. Und hat das jetzt hier zum Marktplatz gebracht. Kann ich dich verfolgen, mein Guter? Moment, Pause. Kunst anklicken. Ich kann Kunst leider nicht anklicken. You'll not find finer wares anywhere else. Aber er lagert ja am Lagerhaus. Er ist ja genau genommen, ist er ja das hier. So, und von hier aus kann ich ihn, glaube ich, verfolgen, wenn ich will. Okay. So, mal sehen, was er jetzt macht. Die Lagerhausübersicht. Okay, ich mache noch kurz ein bisschen schneller. Okay, wenn man schneller macht, dann geht die Kamera weiter weg. Jetzt geht er Brennholzhütte, sammelt dort alles ein. Bring das ins Lagerhaus, also in den Speicher. Okay, da ist die Bretterproduktion. Jetzt hat er auch die Bretter rübergebracht. Ist er jetzt schon fertig? Wartet. Okay, das war's schon. Also theoretisch können wir ihn jetzt wieder woanders hin zuordnen erstmal. Hm? So, jetzt haben wir hier die Bretter drin. Heute, Werkzeug, Brennholz. So, ja, wird schön erstmal rausnehmen. Und ich denke, über Nahrungsspeicher können wir auch eben mal nachgucken. Darum kümmert sich Katharina. Das ist die Ehefrau. Mhm. Sie hat auf jeden Fall einen Korb in der Hand. Jetzt mal schneller hier. So, ich denke mal, dass jetzt hier Bären reingebracht werden. Ne? Hat sie wahrscheinlich gemacht. So, weil es ja total blöd, wenn die Leute jedes Mal erst da hochrennen müssen, um an Bären ranzukommen oder so. Weil die machen das ja auch über den Marktstand. Ne?
Aber dann müssen die trotzdem nicht so weit laufen, was gut ist. So, aktuell haben wir jetzt hier 20 Bären. Wir gucken mal, wie sich das entwickelt. Ich lasse die da jetzt erstmal noch drin. So, und ich will jetzt mal noch eine Sache ausprobieren. Wie kann ich die Armee jetzt rufen? Also, wir haben jetzt noch fehlende Rekruten, ne? Ja. Ich gucke jetzt hier mal drauf. Sammeln. Wählt einen Sammelpunkt aus und stellt die Gefechtsbereitschaft dieser Einheit da. Ich probiere es jetzt einfach mal aus, auch wenn das gerade nichts ist. Okay. Lauft mal bitte vor die Kirche. Sammelt euch mal hier. Geht nicht? Okay, es muss außerhalb vom Dorf sein. Interessant. Dann bitte hier hin. So, ich will es einfach mal ausprobieren, dass wir uns das schon mal angucken können. Jetzt hier noch in der ersten Folge. Einheiten bewegen. Wählt Einheiten mit der linken Maustaste und haltet linke Maustaste gedrückt und zieht den Cursor um mehrere Einheiten. Ja, gut, gut. Befehl dich ausgerechnet mit der rechten, ja. Haltet rechte Maustaste gedrückt und zieht den Cursor, um eine Linie zu bilden. Haltet Alt gedrückt, während ihr zieht, um die Formation beizubehalten. Die Kampfstärke Einheiten ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Haltungen. Alle haben ihre Vor- und Nachteile und können im Armeereiter festgelegt werden. Moral, Müdigkeit, Effektivität. Okay, haltet Tab gedrückt, um die Details zu beachten. Ja, ja, gut. Alles klar. Ah, ist das cool, wie auch die Schilde alle verschieden angemalt sind. So, jetzt haben sie sich hier gesammelt. Geschossalarm. Die Soldaten halten auch schon nach feindlichen Geschossen. Die Chance, feindlichen Geschossen auszuweichen oder sie abzuwehren, wird verdoppelt. Die Nahkampfverteidigung wird jedoch halbiert. Das ist ja cool. Zurückziehen. Standhaft. Die Soldaten versuchen, ihre Stellung zu halten. Die Verteidigung wird verdoppelt, aber die Häufigkeit der Angriffe wird halbiert. Ansturm. Die Soldaten versuchen, mit voller Kraft vorzustoßen. Everybody forward. Okay. Pick up the pace. Jetzt habe ich Ansturm ausgewählt. Wenn ich jetzt Geschossalarm mache, dann ist jetzt cool noch, wenn die irgendwie die Schilde dann irgendwie so ein bisschen... Weil haben die es jetzt gemacht? Werden die immer noch so schnell? Ja, die werden immer noch so schnell. Ja, cool, wenn die Schilde da irgendwie nochmal anders halten würden. Also ich weiß nicht, was das macht. So, hier haben wir irgendwie auch Effektivität und so weiter. Und die Formation mit Alt hieß es irgendwie. Alles klar. Können also so machen. Stellt euch mal so hier auf. Und jetzt... Hopp. Geht das? Bin ich... Oh Gott, ich bin ja komplett vor einer Sekunde. So. Ich entstehe immer nur da, wo eine Straße ist, ne? Die laufen dann aber eben hin. Okay, okay, okay. Also es ist das Kampfsystem und so, was man jetzt zumindest erstmal so sieht. Das ist ja das Ding, ne? Ich feiere das Game ja schon nur allein wegen der Aufbaukomponente. Aber wenn das jetzt vom Kampf-Strategie-Aspekt auch cool wird... Alter... Auf jeden Fall sieht das schon mal nice aus. Auf jeden Fall sieht das schon mal sehr gut aus. Bin mal gespannt, wie dann so die Animationen sind, wie dann das so die Atmosphäre ist, etc. So, gut, Leute. Denkt an den Daumen, denkt an Feedback, ne? Ich versuche bis morgen vielleicht ein Video fertig zu bekommen. Mal sehen, ob ich es schaffe. Achso, und schaut auch gerne mal im Livestream vorbei. Link ganz oben in der Videobeschreibung, ne? Ich werde das Game, sobald das Video da ist, auch livestreamen. So, also, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Video, bis im Livestream, wo auch immer. Würde mich freuen. Macht's gut. Tschüssi. Thank you.